Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge V-Rabbit und heute etwas für die Copter-Piloten unter euch und zwar den Mario Copter. Ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Zuschauen. Was erwartet euch eigentlich hier in diesem Video? Wir werden zunächst einmal einen Blick auf den Verpackungsinhalt werfen, welcher hier auf meinem Tisch liegt. Dann erzähle ich euch was über die technischen Features. Wir gehen fliegend natürlich und am Ende ein Fazit. Fangen wir an mit dem Preis. 85 Euro kostet dieser fliegende Mario. Das ist ordentlich, aber naja, die Lizenzrechte an Nintendo müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Ich finde es ein bisschen schade, dass es zurzeit nur den fliegenden Mario gibt, keine weiteren Charaktere. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn man so einen Drone Race fliegen würde. Das sieht rein optisch schon ganz geil aus. Aber zu der Optik der Drohne kommen wir natürlich gleich. Zunächst einmal der Verpackungsinhalt. Und da fangen wir an mit der Bedienungsanleitung. Und danke an Carrera, das Ganze ist auf Deutsch. Ist natürlich eine Seltenheit geworden, denn viele Unternehmen produzieren nur noch in China. Oh, steht hier etwa Made in China? Ja. Okay, das Heft kommt auch daher, wahrscheinlich die Drohne auch. Aber die Bedienungsanleitung gibt es auf Deutsch und diese lässt sich auch sehen. Ich glaube, die gibt es auch in digitaler Form zum Runterladen als PDF. Ein zweiter Ersatzpropeller liegt natürlich auch bei. Ich denke, die werden wir ja in der ersten Zeit erstmal nicht brauchen, denn um den Copter selbst ist ein riesen Bumper, den ich euch gleich noch zeigen werde. Was mich ein bisschen verwirrt, ist, dass Angaben auf der Webseite von Carrera und Angaben auf der Produktverpackung teilweise unterschiedlich sind. Wie zum Beispiel die Altersangabe, also das Alter, welches zum Fliegen empfohlen wird. Ich meine, auf der Webseite stand was ab 8 Jahren, auf der Verpackung steht ab 14 plus. Hat mich so ein bisschen verwirrt. Dann auch die Flugzeiten, die waren unterschiedlich, aber zu denen kommen wir gleich, denn der Akku wird ja auch noch gezeigt. Wir haben zunächst einmal ein Ladegerät für den Akku und das ist so ein USB-Stöpsel, was ich ein bisschen schade finde. Carrera klebt da immer so Sicherheitshinweise drauf, die natürlich wichtig sind, aber wenn man die abzieht, es gibt immer so Klebereste. Wenn man da einen richtigen Sticker mal verwenden würde, der keine Spuren hinterlässt, das wäre nicht verkehrt. Des Weiteren haben wir auch kein Netzteil, also es liegt wirklich nur dieses Kabel dabei. Natürlich hat heutzutage jeder ein Handy mit einem Netzteil, aber es wäre trotzdem cool gewesen, wenn ein Stecker noch dabei liegen würde, aber okay, gut. Hier das Ende kommt dann natürlich zum Akku hin. Der Akku sieht so aus und hat eine Leistung von 3,7 Volt und 1000 mAh. Das Ganze ist doch ein bisschen zu schwach für diesen Copter da hinten. Ihr fliegt ungefähr 7 Minuten. Das geht zwar noch, aber dann kommt die Ladezeit hinzu. Bei der gab es unterschiedliche Angaben auch. Ich meine, ich habe erst was von 80 Minuten Ladezeit gelesen, dann weiter unten irgendwas mit 60. Also selbst 60 ist ganz schön lange dafür, dass man nur so kurz fliegen kann. Also hier sind weitere Akkus notwendig, denn sonst ist es ein sehr, sehr kurzes Flugvergnügen. Und wir kommen jetzt zur Fernsteuerung des Copters. Ich finde, das Design ist gelungen, wirkt auf mich sehr modern und ist auch relativ robust. Man bekommt normalerweise immer sehr schwammige Steuerung. Diese lässt sich gut halten. Wir haben hier hinten so kleine Pads, die sich den Fingern anpassen. Ist natürlich alles Plastik, aber noch relativ robustes Plastik. Was auch mega gut war, Carrera legt schon Batterien zur Steuerung bei. Also ihr könnt sofort loslegen. Ich habe die Schraube hier noch nicht festgezogen, um euch gerade auch das zu zeigen. Auf der Front haben wir einen Anschalter und ein Lämpchen natürlich und man sieht schon, es ist ein 2,4 GHz Controller. Wir haben eine Reichweite zwischen Copter und Steuerung von etwa 50 Metern. Das ist ordentlich, also so weit könnt ihr damit eh nicht fliegen. Ich erkläre euch gleich warum. Leider gibt es da noch eine weitere Schwachstelle. Ich erzähle es euch gleich, wenn ich zum Copter komme. Okay, wir haben hier natürlich unsere Steuerung, so wie ihr das kennt. Ein 6-Achsen-Gyro ist hier verbaut. Ihr könnt mit diesem kleinen Knöpfchen hier euren Copter justieren. Also falls er ein bisschen am Abdriften ist, könnt ihr nachregulieren und dann wird das Ganze sich besser in der Luft halten. Mehr gibt es zur Steuerung erstmal nicht zu sagen. Man kann damit keine Flips machen, also auch nicht mit dem Copter. Ich habe keine Knöpfe dafür gefunden. Und dann kommen wir auch schon zum Mario und zum Copter selbst. Rein optisch sieht das einfach genial aus. Mich erinnert das sofort an meine Kindheit. Ich habe Super Mario damals noch auf dem Super Nintendo gespielt. Und so war auch das Feedback anderer Leute, die das Teil fliegen sehen haben. Also die kamen sofort an, haben gelacht und dachten sich, oh, das sieht ja mega cool aus, was ist das denn? Und also rein optisch überzeugt dieses Produkt auf alle Fälle. Da gibt es aber leider einen Minuspunkt, den ich ansprechen muss, obwohl der Copter sehr leicht ist. Auch die Figur hier drauf, das wiegt alles nicht viel, aber ich habe das Gefühl, dass die Motoren einfach zu schwach sind. Auf der Verpackung steht, dass dieser Copter für Outdoor geeignet ist. Normalerweise müssten die auch Indoor draufschreiben, wenn er für Indoor wäre, steht aber nicht drauf. Und immer wenn ich draußen geflogen bin und es kam ein kleines
Lüftchen, Lüftchen, kein Wind, nichts. Und dann hatte das Teil schon Probleme, sich zu halten. Der ist immer mitgeschliffen worden vom Wind und ist abgedriftet oder nach unten gedrückt worden. Und das finde ich sehr schade. Eigentlich ist das Teil für die Wohnung gedacht und nicht für draußen. Und wenn wir uns jetzt den Copter in der Detailcam angucken, wir haben hier so einen rundum Propellerschutz, für nichts anderes ist das Ganze gedacht. Ich denke, der wird nicht lange mitmachen, früher oder später werden die ersten Risse entstehen und ihr werdet die Hälfte davon verlieren. Natürlich kann man das dann kleben oder mit Klebeband fixieren oder sonstiges, aber ja okay, es ist für Kinder gedacht und deswegen ist es schon okay, dass da so ein Bumper drum ist. Wenn wir den Copter jetzt umdrehen, haben wir auf der Unterseite so ein kleines Fach für den Akku, der wird hier einfach reingeschoben und dann hier mit den beiden Kabelenden verbunden. Ich kann das gerne mal zeigen, so ein bisschen gegen das Licht gedreht. Das ist der Akku, einmal hier rein. Das ist ein bisschen Fummelarbeit, weil die Kanten des Akkus immer irgendwo hängen bleiben. So, ich will natürlich nicht kaputt machen, aber so sieht das dann aus, wenn er montiert ist. Jetzt nur noch verbinden und dann geht es auch schon los. Wir haben hier eine LED, die einzigste LED. Das finde ich so ein bisschen schwach. Apropos schwach, ich habe es ja eben erzählt, die schwachen Motoren, die haben hier so kleine Zahnräder, die werden sich wahrscheinlich mit der Zeit auch abnutzen und dann nicht mehr so gut reagieren und dann wird es zu minimalen Verzögerungen der Steuerung führen und dann gekoppelt mit der Windempfindlichkeit wird euch das Teil noch schneller wegdriften. Sehr, sehr schade eigentlich. Lasst noch einmal ganz kurz das Design auf euch wirken, denn das ist wirklich das Coolste an dem Ganzen. Hier ein bisschen mehr Power, mehr Akkuleistung, das wäre ein perfektes Produkt gewesen, aber das erzähle ich gleich natürlich noch im Fazit, aber zunächst einmal fliegen wir jetzt eine Runde und zwar hier in der Wohnung, denn draußen ist es zu windig. Bevor wir jetzt mit dem Fliegen loslegen, müssen wir zunächst einmal natürlich den Copter mit der Steuerung verbinden und zuerst schmeißen wir den Sender an. So funktioniert das Ganze. Was ich eben noch nicht gesagt habe, wir haben hier drei verschiedene Modis und die bestimmen wir hier mit diesem Regler im Beginner-Mode bei 30%. Dann können wir rüber switchen auf 60 und auf 100 und da verändert der Copter natürlich seine Geschwindigkeiten und reagiert auch viel direkter. Als nächstes gehen wir hin und geben dem Copter die Stromzufuhr und da verbinden wir diese zwei Kabel hier. Zack. Sobald es leuchtet, ist das Ganze verbunden. Den Copter habe ich jetzt hier auf den Boden gestellt und wir müssen jetzt Sender und Copter miteinander verbinden. Das funktioniert relativ einfach. Einmal kurz den Schub hoch und runter, dann piepst es zweimal und jetzt sind beide Geräte miteinander gekoppelt. Das sieht man auch an der Leuchte unter dem Copter. Diese leuchtet jetzt dauerhaft. Ich werde jetzt hier ein paar Runden drehen und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Ich fliege derzeit noch im 30% Modus, also im Beginner Modus und schalte jetzt auf die 60%. Jetzt reagiert er schon ein bisschen aggressiver. Sieht das nicht cool aus? Geil. Wuhu! Semi Mario! Ich bin selbst auch erstaunt, wie mein Fernseher die ganzen Drohnenaktionen hier in der Wohnung überlebt. Aber es scheint zu gehen. Er reagiert sehr präzise, also wirklich für Beginner geeignet. Nur schade, dass das Ganze drinnen nur so gut funktioniert und draußen zu empfindlich ist. It's a me, Mario! Also das war jetzt ein perfektes Beispiel. Ich bin nicht abgestürzt. Der Copter ist einfach mit seinem Eigengewicht nicht klargekommen. Bisschen schade. So Leute, wir hören uns jetzt auf ein kurzes Fazit wieder. So viel zum Mario Copter und wir kommen jetzt zu meiner Bewertung und zum Fazit. Ihr kennt das, ein Punkt ist schlecht. 5 ist das Beste, was man an Punkten erreichen kann. Ich vergebe 3.
3 ist mittelmäßig, habe ich auch schon lange nicht mehr vergeben, aber warum ausgerechnet hier? Kommen wir zum Guten. Das Gute ist wirklich das Aussehen des Ganzen. Also der Mario wirkt auf jeden Fall sehr cool. Er sieht auch cool aus, wenn das Ding am Rumfliegen ist. Jeder lacht und freut sich, wenn er das Ding in der Luft sieht. Aber das ist auch wirklich somit das Einzige, was den Copter so in der Bewertung nach oben bringt. Natürlich fliegt das Teil, es ist auch für Kinder gedacht. Aber was ich schade finde, ist, dass Outdoor draufsteht und Outdoor überhaupt nichts geht. Also ihr könnt drin mitfliegen, wenn ihr eine Wohnung habt, die einigermaßen dafür geeignet ist. Aber draußen driftet das Teil einfach zu schnell weg. Der Copter kommt überhaupt nicht mit Wind klar und das auch schon bei lauen Lüftchen nicht. Und das finde ich sehr, sehr schade. Dann kommt noch dazu, dass wahrscheinlich der Bumper sehr schnell brechen wird. Ich weiß nicht, ob man diese Bumper dann auch noch nachkaufen kann, aber ich selbst habe online keine gesehen. Und dann ist natürlich auch noch die Sache mit der Akkuleistung. Natürlich muss dieses Kerlchen irgendwie in der Luft gehalten werden und das kostet Power. Aber so schwer ist das Ganze auch nicht und man hätte einfach einen leistungsstärkeren Akku verbauen können, aber dann hätte man wahrscheinlich auch noch leistungsstärkere Motoren gebraucht und deswegen wirkt das Ganze leider noch nicht so rund. Finde ich sehr, sehr schade. Nichtsdestotrotz denke ich, dass sich ein Kind sehr darüber freut, wird. Und wenn ihr dann die passende Wohnung oder Halle dafür habt oder es macht komplett windstill ist, kein Lüftchen draußen, dann kann man damit auch seine Runden ziehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, denn ich denke, bei 20 oder 25.000 Abonnenten wird es ein Abo-Special geben und vielleicht wird ja auch hier dieser kleine Kerl verlost. Bis dann, ciao.